Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder zwei verschiedene Trading-Abzocker. Ich wünsche euch viel Spaß mit den beiden Anrufen. Ja, hallo, schon guten Tag. Ich spiele gerade mit Herrn Klopsthaler. Hallo? Ja. Ich bin auch mit Naomi Kleinhardt. Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Es freut mich so. Ich rufe Ihnen von den Firma Ice Investing. Und von unserem System, Sie haben schon Interesse bei uns gezeigt und ich rufe Sie an, damit ich kann Ihnen informieren, wie funktioniert Online-Handeltag. Oh ja, das ist toll. So, kann ich Ihnen fragen, wo sind Sie momentan, Herr? Was? Sind Sie zu Hause in der Arbeit? Ja, ja. Also ich bin zu Hause, ich liege gerade noch im Bett. Ah, okay, so. Haben Sie schon einen Computer dabei? Einen Computer kann man doch nicht dabei haben, oder? Computer? Ja. Haben Sie einen Computer dabei? Ja. Ja? Okay. Ja. Dann können wir fortfahren. Was? Ich sagte, dann können wir fortfahren. Möchte Sie fortfahren? Ja. Mit wie viel? Ja, ich dachte 250, 500 oder 1000 Euro. Mal sehen. Tja, nicht nur, dass er mich hier wirklich gefühlt mitten in der Nacht aus dem Bett klingelt und, naja, ich sie dann schon an der Strippe habe, sie fängt auch gleich von vorne an, erstmal nach dem Geld zu fragen. Ja, macht jedes seriöse Unternehmen so, man kennt's ja nicht anders. So, haben Sie schon eine Plattform momentan? Nein. Keine Erfahrungen mit der Börse? Haben ja. Sie? Gute oder schlechte? Ja, eigentlich so überwiegend gute. Gute? Okay, super. Klingt ein bisschen so, als wäre sie von dieser Aussage von mir selbst überrascht. Denn da ging ja gleich die Stimme hoch. Hat sie sich darüber gefreut, dass ich ausschließlich gute Erfahrungen habe. Also ein Opfer bin, was noch keine Berührungspunkte mit irgendwelchen Betrügern hatte. Naja, und sich jetzt in Ruhe verarschen lässt. So, wie haben Sie gearbeitet? Mit einem Expert oder... selber? Bis jetzt eigentlich nur selbst. Selbst? Okay, haben Sie Profite auszahlen? Nee. Nee. Aber wieso haben Sie gute Erfahrungen und so haben Sie diesen Profite reinvestiert, oder? Wie meinen Sie das? So, ich meine... So, Sie haben Geld investiert in der Börse, ja? Nein. Keine? Nee. Keine, okay. So, Sie haben keine Erfahrung, Herr Thaler? Doch, doch, Erfahrung habe ich jede Menge. Sie haben keine Erfahrung? Natürlich, doch. Okay. Mhm. Und Sie möchten jetzt starten in der Börse? Ja, klar, na, gerne, ja. Aber wieso? Warum möchte sie in der Börse starten? Ich verstehe die Frage nicht. Na, verstehen Sie nicht. So, wir machen so, Herr. Eröffnen den bitte. Was? Eröffnen den Computer. Hm. Warum machen Sie so? Na, was denn? Was ist denn jetzt das Problem? Ja, Sie machen so wie... Warten Sie kurz, ich schicke den Link, okay? Wohin? In Posteingang, gehen Sie in Posteingang. Na, sagen Sie mir mal die Adresse, wie das Portal heißt da bei Ihnen. Ja, den Portal ich schicke Ihnen, deswegen ich sage, gehen Sie... Nee, bei E-Mail gucke ich jetzt nicht rein, also... Da habe ich jetzt keine Lust zu suchen, also... Dann sagen Sie mir mal, wie Lust. Die... Okay, aber warum? Heute ist Freitag auch. Ja, ich habe Ihnen doch. Ich habe Ihnen gerade gesagt, ich habe keine Lust. Da brauchen wir nicht noch fragen, warum. Sagen Sie mir doch einfach den Namen der Plattform, dann kann ich die doch aufrufen. Okay. Ice Investing heißt der Firma. Also wie das Lebensmittel, Eis. So, Eis ist Anton. Cäsar. Mach nicht so, okay? Was denn? Was ist denn jetzt das Problem? Mach mich nervös. So, Anton, Cäsar, Eva. Mhm.
mach nicht so. Was ist denn jetzt das Problem? Dominik, warum machen Sie so? Oh mein Gott. Was ist denn jetzt bei Ihnen das Problem? Können Sie mir das mal erklären? Ja, also genau so stellt man sich logischerweise auch ein Gespräch zwischen einem Bankberater und dem Kunden vor. Man reagiert auf das, was sie sagt, und sie ist damit irgendwie vollkommen überfordert und die ganze Zeit nichts anderes als pampig. Weiß ich nicht, was da bei der schiefläuft. Naja, aber so, denke ich mal, wird es auf jeden Fall eine ganze Menge Kunden hoffentlich verlieren. Ja, ich kann erklären, aber warum machen Sie so? Na, es ist doch nur ein Bestätigen. Ja, Sie verstehen mich so gut, Herr Dominik. Doch, okay? Das ist Bestätigen. Bestätigen, was bestätigen? Ja, wenn Sie was sagen. So, haben Sie Anton Thema? Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Also das ist mir zu blöd mit Ihnen. Warum? Ja, weil das ist doch unseriös, nur, was Sie da am Telefon machen. Oder was? Nee, tut mir leid. Also mit Ihnen möchte ich kein Geld investieren. Da habe ich kein Interesse mehr dran. Ah, so. In einer Sekunde. Sie haben das gemacht. Alles. Nee, ich habe gesagt, Ihr Verhalten gefällt mir nicht. Und deswegen möchte ich mit Ihnen nicht weitermachen. Warum spielen Sie mit mir? Sie können gerne jemanden, also einen anderen Kollegen mir geben, aber mit Ihnen möchte ich nicht mehr weitermachen. Nein, ich möchte nicht. Sie können nur mit mir reden, ja, nicht mit meinem Kollegen. Und dann hat sie es wohl erledigt mit Ihrer Firma. Okay, tschüss. Betrüger. Du bist ein Betrüger. Nein, ihr seid Betrüger. Ich möchte das machen, ich möchte das anfangen, ja. Ihr seid Betrüger. Ja. Abzocker. Illegal. Ich hoffe, ihr werdet bald von der Polizei hochgenommen. Es wird, ja, irgendwann wird die Polizei auch euer Callcenter stürmen. Egal. Ja, irgendwann wird die Polizei auch euer Callcenter stürmen. Ja, für den Polizei haben Sie Lust, ja? Weißt du, was mit LPL Financial passiert ist? Was ist? Weißt du, was mit LPL Financial passiert ist? Die Polizei hat den ganzen Laden dicht gemacht und alle Mann verhaftet. Ja, das wird auch dir passieren, denn ich habe deine IP. Ja, also ich denke mal, Ihr Verhalten hat hier wieder alles gezeigt und auch alles gesagt. Tja, wer den Kunden Schlampe und was weiß ich alles am Telefon betitelt, der braucht sich, glaube ich, nicht darüber wundern, dass der Kunde da nichts einzahlen wird. Und ich habe es ihr sogar noch nett erklärt, warum ich da nichts einzahle, weil ich ganz einfach ihr Verhalten mega dreist und nicht vernünftig finde. Und ich wollte ja bei ihr nichts kaufen. Ich habe ihr sogar das Angebot gemacht, dass sie mir einen anderen Kollegen geben kann. Tja, das wird ihr wohl nicht gefallen haben, weil dann hätte ja der Kollege eventuell die eventuelle Provisionen für den Verkauf bekommen oder wie auch immer man das Ganze hier nennen mag. Oh Mann, und sowas ruft bei euch zu Hause im schlimmsten Fall tatsächlich an. Wahnsinn. Einfach nur absolut Wahnsinn. Aber naja, die scheinen ja so irgendwie doch trotzdem erfolgreich zu sein. Das ist leider das Gruselige an der Geschichte. Aber naja, ich habe euch noch eine Kakerlake mitgebracht. Ich spreche gerade mit Herrn Thaler. Mhm. Super, freut mich, Klaus. Also mein Name ist Anna Novik. Ich bin die Vertreterin bei einem internationalen Unternehmen an der Börse und habe gesehen, dass Sie früher Interesse für unser Projekt hatten, ja? Mhm. Also ich rufe Sie an, um Ihnen Bescheid zu sagen, dass bei uns gibt es sehr gute Angebot für Kunden in Sekunden mit dem Startkapital 70 Euro an der Börse beginnen zu handeln. Was meinen Sie? Mit 70 Euro kann ich an der Börse anfangen zu handeln. Mhm. Das ist tatsächlich mal neu für die Betrüger. Normalerweise wollen sie doch immer gleich 250 Euro von einem haben. Weiß ich nicht, vielleicht sind die hier mal mit ein bisschen weniger zufrieden. Ja, schauen mal, wie es weitergeht. Mit 70 Euro. Genau. Mhm, jo. Möchten Sie das auszuprobieren? Mhm. Okay, super. Dann, Herr Thaler, sagen Sie mir bitte, hatten Sie schon viel Erfahrung in diesem Bereich? Mhm. Okay, super. Haben Sie alleine gehandelt oder mit einem Broker? Nö, das habe ich alleine gemacht. Mhm, okay. Und welche Ergebnisse hatten Sie, positive oder negative? Ja, sowohl als auch. Mhm, okay, super. Also, dann sagen Sie mir bitte, mit wem wollten Sie gerne bei uns anfangen zu handeln, manuell oder mit einem lieber automatischen Algorithmus? Ja, weiß ich nicht, wer ist denn da besser, der Manni oder der Audi?
Das sind davon, wie viel Freizeit haben Sie für den Handel tagsüber, ja? Wenn Sie zum Beispiel überhaupt keine Freizeit haben, würde ich Ihnen empfehlen, lieber mit unserem automatischen Algorithmus handeln, weil der wird für Sie auch dem Autopilot handeln, ja? Ja, dann können Sie immer mobil bleiben. Hat die Börse nicht sowieso nur tagsüber auf? Bitte? Hat die Börse nicht sowieso nur tagsüber auf? Schauen Sie mal, wenn es geht über Arbitrage, ja, das bedeutet, dass Sie können einfach Teil von Bitcoin, also ich meine nicht Sie, sondern unser automatischer Algorithmus an einer Börse also kaufen und an eine andere verkaufen. Dann bestimmt, dass Sie schon Erfahrung haben, wenn Sie so bereit, dann wissen Sie, dass es mehr als 200 verschiedene Börsen, ja? Hm. Da kann man Kryptowährungen kaufen und an eine andere verkaufen, für höhere Preis. Ja, das macht unser automatisches Algorithmus. Bitte? Ja, mach mal weiter. Ja. Also, und das ist, das macht unser automatisches Algorithmus, ja, auf dem Autopilot. Autopilot? Das Startkapital ist 70 Euro, ja? Hm. Dann sagen Sie mir bitte, auf welche Karte möchten Sie gerne Ihre Profite bekommen? Wie, auf welche Karte? Ich meine Master oder Visa? Weil die Einzahlung funktioniert genauso wie Auszahlung, ja? Nee, das ist Quatsch. Ich kann mir doch auf meiner Masterkarte nichts auszahlen lassen. Das ist ja Blödsinn. Wo haben Sie denn dieses Märchen her? Was meinen Sie, Sie können sie nicht auszahlen lassen? Sowas gibt es nicht. Ja, sowas gibt es schon, aber grundsätzlich ist es so, dass Sie auf einer Kreditkarte keine Auszahlungen tätigen können. Da braucht ihr halt eine Kreditkarte, die dafür auch gemacht ist. Denn normalerweise ist ein Kredit, also ein Konto, wo man nur Minus drauf hat und kein Plus drauf überweisen kann. Denn wo sollte das Plus hin? Dann wäre es ja ein normales Bankkonto und kein Kreditkonto mehr. Denn bei einer Kreditkarte verdient der Kreditvergeber nur an den Zinsen fürs Minus, aber nicht am Plus. Macht ja auch gar keinen Sinn. Man bekommt ja dann nicht irgendwie Geld. Und von daher ist das absoluter Blödsinn. Es gibt, wie gesagt, Konten, aber dann sind es eher Prepaid-Konten, wo man Plus aufladen kann und gar kein Minus existiert. Es gibt auch Minuskonten, wo man einfach überbuchen kann. Dann geht der Rest halt einfach auf euer Konto dann weiter. Muss man halt sich im Einzelfall genau anschauen. Aber in der Tat ist es bei mir so, dass auf meiner Kreditkarte nicht einfach so von irgendeinem Bankkonto Geld drauf überwiesen werden kann. Außer es befindet sich im Minus. Dann kann ich das Minus damit ausgleichen. Überweise ich allerdings zu viel Geld und gelange dadurch ins Plus, wird das Geld, was ich mir auszahle, direkt an den Versender des Geldes wieder zurückgeschickt. Also alles, was über Null ist. Ne? Angenommen, ich habe jetzt 10 Euro Minus auf der Karte, überweise mir auf diese Kreditkarte 100 Euro, dann gehen 90 Euro an das Konto, wo es hergekommen ist, zurück. Das heißt, das funktioniert nicht. Ne? Also macht ein Bankkonto da viel mehr Sinn, weil da habt ihr das Geld auch direkt gleich. Es ist eine Kreditkarte. Sie haben mir gerade erzählt, dass man Geld auf eine Kreditkarte überweisen kann. Das ist ja komplett Blödsinn. Nein, das habe ich mich falsch einfach verstanden. Sie eröffnen bei uns ein Handelskonto, ja? Mhm. Weil Sie werden einen Test der Auszahlung haben, ja? Sie werden zudem zu Ihrem Handelskonto haben Ihr eigenes Passwort und so weiter, ja? Ja. Sie werden sehen Ihr Kontostand, Transaktionsverläufe, ja? Und auch der Test der Auszahlung, wo Sie auf Ihre Masterkarte oder Visa-Karte, ja? Oder zum Beispiel die SEPA-Überweisung oder SWIFT, also Ihre Profite auszahlen lassen. Sehen Sie, also habe ich Sie richtig verstanden. Sie haben absolute Scheiße erzählt. Das stimmt alles gar nicht und ist vollkommen gelogen. Man kann auf eine Master- oder eine Visa-Karte kein Geld auszahlen. Wie? Warum? Man kann Geld nur auf sein eigenes Bankkonto auszahlen, aber nicht auf eine Kreditkarte. Das geht nicht. Ich glaube, die Kreditkarten, auf die man Geld auszahlen kann, die heißen dann Kredit-Debit-Karten. Das heißt, ja, man kann halt eben da auch Geld drauf überweisen. Das sind aber einfach keine Standard-Kreditkarten. Die kriegt man nicht einfach mal so im Internet, da muss man schon noch suchen. Sicherlich gibt es mir immer mehr Konten, die das so auch einführen. Ja, aber dafür, das ist nicht der Sinn einer Kreditkarte. Doch, es geht. Wir können das erstmal testen und dann können absolute Märchenstunde. Also meinen Sie, dass es geht nicht? Aber ich arbeite doch in diesem Bereich und weiß, wie das funktioniert. Ja, scheinbar scheint bei Ihnen irgendwas zu fehlen, dass Sie das nicht wissen, aber gut. Ja, Sie können ja schon gesagt haben. Ja, erzählen Sie mal weiter Ihre Märchen. Okay, also Sie haben keine Interesse, ja? Keine Interesse an Lügenschweine, die mir irgendeine Scheiße am Telefon erzählen. Meinen Sie, dass ich brauche Ihre 70 Euro, ja? Ja, scheinbar. 70 Euro? Genau, scheinbar hast du es ja nötig zu haben.
Richtig, denn warum sollte sie sonst anrufen? Ich meine, sie ruft ja nur an, aus dem Grund, damit ich die 70 Euro überweise. Ansonsten würde ich ja gar nicht auf die Idee kommen, an irgendeine dahergelaufene Firma einfach mal so 70 Euro zu überweisen. Naja, und sie tut hier so, als würde sie kein Geld von mir haben wollen. Und warum ruft sie denn jetzt bei mir extra an? Ich meine, das ganze Gespräch, das zielt ja nur darauf ab, dass ich Geld überweise. Und dann erzählt sie mir, sie braucht die 70 Euro nicht. Schon sehr merkwürdig. Oder mal, euer komischer Sachladen da. Ihr 70 Euro nicht, ja, wenn das wäre ein Scheiß, dann würde ihr eigentlich mit einem größeren Strecke bezahlen, mindestens, ja, anzufahren. Genau, ja, sonst wollte er ja mal 250 Euro ergaunern, aber diesmal nur 70. Ist mal was ganz Neues, aber Betrug bleibt Betrug. Schauen Sie mal, wir können auch Ihnen von unserer Seite 50 Euro auf Ihr Kontostand senden, ja? Und Sie können einfach also wie ich schon gesagt habe, automatisches Algorithmus einfach testen, ja. Das geben wir Ihnen für 2 Tage, dann können Sie sehen, welche Profite können Sie mit 50 Euro beginnen, bekommen, ja. Und dann werden Sie selbst entscheiden. So, also die nette Dame erzählt mir jetzt hier gerade, dass man mir 70 Euro quasi schenken möchte. Naja, das Ganze ist nichts anderes als ein Demokonto, wo wir dann so tun, als hätten wir 70 Euro drauf. Und genau das ist auch nichts anderes als das Demokonto, das ihr nachher bekommen werdet. Da kann man jede Zahl hinschreiben, die man gerne möchte. Hat man da 1000 Euro eingezahlt, naja, dann schreiben sie da halt 1000 Euro hin. Und mit einem Demokonto kann man natürlich an der echten Börse handeln. Allerdings ist das dann nur simuliert. Also die Gewinne, die man bekommen hätte, die stehen dann da einfach drin. Und das Ganze kann man natürlich auch manipulieren. Weil es ja ein Demosystem. Und ein Demosystem ist halt kein Live-System. Und wenn das System nicht ganz live ist, sondern einfach nur die Live-Zahlen benutzt, dann nennt man das Betrug und Verarsche. Wenn man da nicht offensichtlich Demo hinschreibt. Tja, solche Demo-Varianten, die gibt es eigentlich bei fast jeder Trading-Plattform. Also bei allen seriösen auf jeden Fall auch. Nur, dass man da eben auch Verluste macht. Da kann man meistens sogar mit 30.000 Euro und so weiter anfangen oder sogar 100.000 Euro, weil es halt Spielgeld ist. Es ist halt schlichtweg nicht echt. Man kann aber tatsächlich das ganze System so benutzen, als würdet ihr dort mit Echtgeld handeln. Und dann kann man gucken, ob das ganze Ding, was man da macht, läuft und funktioniert. Was damit nicht funktioniert, ist zum Beispiel der MetaTrader, also dieses automatische Handelsprogramm. Weil es ist ja kein echtes Geld vorhanden. No. Und dementsprechend kann man dann zum Spielen selbst dort handeln und eben Erfahrungen sammeln und schauen, wie es läuft. Tja, und wer das schon mal gemacht hat, der weiß auf jeden Fall, dass selbst das Demogeld ganz, ganz, ganz schnell weg ist. Und dass man mit Spielgeld 100.000 Euro locker an einem Tag komplett verkloppt bekommt. Das ist kein Problem. Klingt nach Betrug. Also bei uns gibt es ein Demokonto, ja? Wir geben von unserer Seite... Ja, genau. Was anderes habt ihr denn nämlich auch nicht als nur dieses Demokonto. Das ist nämlich das Einzige, was man bei euch aktiviert. Ein Demokonto, womit ihr mich denn verarschen wollt. Ja, ich kenne schon so eure... Schon mal was vom LPL Financial gehört? Die wurden ja gerade erst platt gemacht, ne? Bitte? Ich sage LPL Financial, EU und Com, das okay. Gab es ja 2 verschiedene, die wurden ja gerade erst platt gemacht. Da hat die Polizei das ganze Callcenter gestürmt. Das passiert bei euch auch bald. Ja, aber unsere Firma findet sich nicht in Deutschland. Ja, das spielt ja keine Rolle. LPL Financial war auch nicht in Deutschland und wurde trotzdem von der Bundespolizei gestürmt. Ja, es kann man also... Eigentlich sind wir ein internationales Unternehmen und unsere Firma sitzt nicht in Deutschland. Ihr seid die Nächsten, ne? Ja, aber ihr seid die Nächsten, ne? Euer Callcenter wird als nächstes platt gemacht. Ich verstehe nicht, worüber Sie reden, ja. Es geht ja, also unsere Handelsplattform ist eigentlich reguliert, ja. Nee, das ist ja Quatsch. Tja, und auch da muss man tatsächlich aufpassen, denn irgendwelche fadenscheinigen angeblichen Lizenzen werden dann nämlich fast immer hingeschrieben. Es gibt auch Seiten, die sind halt einfach ganz dreist und schreiben überhaupt nichts hin, von wem sie reguliert werden. Ja, manche denken sich halt einfach irgendeine Nummer aus und manchmal denken die sich tatsächlich sogar die Regulierungsbehörde aus, wie sie denn heißen könnte. Ja, und in vielen Fällen hat man halt einfach gar keine Regulierung. Und dann erzählt man euch so einen Quatsch, wie als man würde das dann per E-Mail zuschicken. Und das macht man eigentlich auch nur, weil man das nicht unbedingt öffentlich haben will. Weil wenn das öffentlich ist, dann macht man sich nicht nur des Betruges und bandenmäßigen Betrugs strafbar, sondern dann ist es ja auch noch eine Urkundenfälschung, was dazu kommt. Und was es da noch so alles für Straftaten denn beinhaltet. Naja, dann schickt man es halt einfach lieber per E-Mail zu, dann hat man es nicht so als öffentliches Aushängeschild. Und
Naja, wenn nichts auf der Webseite steht, dann könnt ihr auch nichts überprüfen. Ist ja logisch. Und wenn man danach fragt, naja, dann kriegt man das halt. Und dann gibt es ja auch ganz viele, die dann, wenn man eben was zugeschickt bekommen hat, ja schon aufgeben und sagen, ja gut, das ist in Ordnung, brauche ich nicht weiter gucken, ich vertraue dem Ganzen hier schon. Weil ich habe es ja zugeschickt bekommen, ich habe es ja da. Ne? Aber wenn man dann nicht weiterprüft, tja, wie sagt man so schön, wer den Faktencheck nicht faktencheckt. Also glauben Sie mir nicht, ja? Ich glaube, ihr seid Betrüger und Abzocker. Nein, Entschuldigung, ich weiß, warum? Ihr seid es. Warum? Ich brauche Ihre 70 Euro, was für? Was werde ich machen mit Ihren 70 Euro? Ja, weiß ich doch nicht, wo du dir da die 70 Euro hinschiebst. Aber letztendlich seid ihr nichts anderes als Betrüger und Abzocker. Sowas ist ehrenlos, ja, was ihr da macht. Noch eröffnen bei uns auf unserer Handelsplattform ja ein Handelskonto. Ja, das ist ja Quatsch, das stimmt ja nicht. Man kann bei euch maximal ein Demokonto eröffnen und dann tut ihr so, als wäre es ein Handelskonto. Doch. Schauen Sie mal, wir bitte in unsere Dienstleistung gehen. Das ist keine Dienstleistung, das ist Betrug. Das ist kein Betrug. Dann, doch, schauen Sie mal, das ist sehr beleidigt. Du bist kriminell, du bist eine Kriminelle, bandenmäßiger Betrug. Was? Du selbst bist kriminell, du persönlich. Ich? Ja, du persönlich. Ja, eine Mädchen, ja. Also der, Nee, du bist kein Mädchen. Du bist einfach nur eine Kriminelle und du gehörst in den Knast. Mhm. Okay, wenn Sie kein Interesse haben, dann könnten Sie mir einfach das am Anfang direkt sagen, ja? Und Ihre und meine Zeit hat mich nicht ausgeben. Na doch, genau das möchte ich ja, dass du möglichst viel Zeit mit ja, mir verschwendest. Ja, aber habe ich noch Ihnen gesagt, dass wir können Ihnen von unserer Seite, wir haben das Konto 50 Euro senden, das können Sie 2 Tage testen. Wenn Sie ja, ist ja Quatsch. Da braucht man nichts testen. Die Show könnte wem anders vorspielen, aber nicht mir. Das ist alles okay, Fake. Herr Schala, ja. Ihr seid komplett Fake und du bist Fake. Du bist Betrüger und Fake und kriminell. Ja, warum bin ich kriminell? Ja, weil du diesen bandenmäßigen Betrug am Telefon ausführst. Mal, auch das ist strafbar. Sagen Sie alle unbekannten Menschen, dass die sind Betrüger? Nein, du bist Betrüger. Ja, warum dann sagen Sie mir, dass ich Betrüger bin? Sie kennen mich überhaupt nicht. Und Sie haben überhaupt nicht unsere Service getestet. Und ja, genau, den brauche ich auch nicht testen, weil man es vorher weiß, dass es Betrug ist. Ja, dann sollen Sie einfach nicht auch sagen, dass ich Betrug bin, ja? Ja, also auch wenn Sie euch eine Probezeit oder einen Test anbieten, das ändert ja an der Situation nichts. Ne? Also wie ich ja schon erzählt habe, die richten euch ein richtig tolles Demokonto ein, spielen euch eine tolle Show vor, wo alles funktioniert und alles klappt. Ist auch überhaupt nicht schwer, das Ganze zu manipulieren. Da braucht man einfach nur ein paar Prozente im System abändern und schon macht man immer irgendwie Gewinne. Und tja, man wird erst wach, wenn das Geld nachher wirklich weg ist. Also da nützt euch Probezeit und Demokonto nichts. Wenn ihr einmal Geld eingezahlt habt, das ist eine Einbahnstraße. Ihr könnt dort Geld einzahlen, aber raus bekommt ihr nie wieder was. Selbst wenn man euch nachher mit eurem angeblichen Kapital, was man da draufgepackt hat, wenn man das nachher mit irgendeiner Show handelt und euer Geld wird immer mehr und immer mehr und immer mehr und ihr denkt, boah geil, ich habe da richtig viel drauf, jetzt kann ich mir bald was auszahlen. Ja, dann wird es am Auszahlen hapern. Entweder es sieht erstmal alles gut aus, die Kohle wird ausgezahlt und es kommt nur einfach nicht auf dem Konto an. Oder die rufen euch nochmal an und erfinden dann irgendwelche Gebühren, die man dafür auszahlen muss. Und wenn man da angeblich aus 250 Euro oder 70 Euro, ist ja auch vollkommen egal, wenn man da mehrere tausend drauf hat, dann erzählen die euch Geschichten, dass man da was weiß ich, 1500, 2000, 3000, 5000 oder 10.000 Euro Gebühren einzahlen soll, um dann sein Geld runterzuholen. Ja, und das Einzige, was man nur tut, wieder Geld in die Einbahnstraße einzahlen. Das kommt nicht raus, ihr kriegt euer Geld nicht. Und das ist eben das Problem, wenn man da denkt, man hat da richtig viel Geld auf dem Konto. Ich meine, die Zahl kann man ja einfach hinschreiben. Dann hat man natürlich das Verlangen, dieses Geld dann auch zu bekommen. Ja, nur was man dann eben tut, ist noch mehr Geld verlieren. Und das ist halt das, was die Betrüger eben dabei nicht erzählen. Doch, du bist kriminell. Nein, das stimmt nicht. Vielleicht doch. Sie sind kriminell. Nein. Ich kenne Sie auch nicht persönlich. Ja, ich das ist mir... Es spielt ja keine Rolle. Aber letztendlich, dein okay. Job ist kriminell. Und du bist eine bandenmäßige Betrügerin. Und du solltest dir ganz schnell einen anständigen Job suchen. Mhm. Es tut mir leid, dass Sie so skeptisch sind. Das hat nichts mit skeptisch zu tun. Du weißt gar nicht, was ich weiß. Doch. Und vor allem, das könnte ja deine letzte sein, dass du noch einen anständigen Job machen kannst. Weil es wird nicht lange dauern, da wird auch die Polizei euer Callcenter stürmen. Okay, das können Sie auch gerne machen. Das können Sie bei der Polizei gehen und sagen, dass Sie Angst vor einer Frau am Telefon haben. Nee, das ist definitiv nicht der Fall. Du bist lächerlich. Aber du bist auch eine lächerliche Betrügerin. Weil der Betrug ist ja gerade aufgefallen. Vor dir habe ich bestimmt keine Angst. Ja, also das
ich glaube, dass Sie einfach ein skeptischer Mann, ja. Und nee, das hat nichts mit Skeptik zu tun. Das hat einfach was damit. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich mehr weiß als du wahrscheinlich. Okay, ich wünsche dir einen schönen guten Tag. Das ja, wünsche ich dir auf keinen Fall. Ich wünsche dir das auf gar keinen Fall. Dir sollen die Hände abfaulen, wirklich, für das, was okay, du machst. Ja. Ja, alles klar. Also es tut mir wirklich leid, dass Sie so skeptisch sind. Nee, wie gesagt, ich bin nicht skeptisch. Ich bin überhaupt nicht skeptisch. Ich weiß es. Skeptisch und wissen. Doch, die Betrügerin hat natürlich mal eine ganze Weile durchgehalten und noch eine Weile diskutiert. Auch mal nicht schlecht. Tja, aber gebracht hat sie nichts. Letztendlich hat sie ja dann doch einfach aufgelegt. Tja, könnte wohl daran liegen, dass ihr einfach die Argumente dann irgendwann ausgegangen sind. Ich meine, die hat ja ziemlich so gewirkt, als macht die den Job schon eine ganze Weile, weil die hat ja jede Menge Ausreden und bla bla parat gehabt. Tja, aber wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr euch von sowas nicht verarschen lasst. Ich meine, ihr müsst euch immer euer eigenes Bild machen und eure eigene Meinung. Aber ich denke mal, es ist ja recht gut wieder klar geworden, was die beiden Callcenter hier überhaupt vorhatten. Wie immer, einfach nur euer Geld zu klauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wer möchte, kann mich gerne auch auf Twitter unterstützen. Abonniert gerne den Kanal auf Twitter unter ccabzocke oder callcenterabzocke zu finden. Teilt gerne auch Twitter, also den Twitter-Account, das war da ein bisschen in Gang gekommen. Und natürlich auch gerne die Videos hier von YouTube. Ansonsten, ihr wisst es ja, ihr habt es schon mal gelesen, es gibt auch die Domain callcenterabzocke.de oder callcenter-abzocke.de. Damit könnt ihr den YouTube-Kanal ganz einfach und leicht teilen, wenn euch gerade, also wenn ihr das Video nicht offen habt, aber schnell trotzdem jemanden die Seite zeigen wollt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Passt auf euch auf, die Welt ist böse. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.